Ja, mein Name ist Lickle T von Who Am I Rap Workshops. In meinem ganz normalen Leben heiße ich Tobias Schenek, habe hier in Mannheim studiert an der Hochschule. Ja, und jetzt haben wir Deutschlands erste pädagogische Rap-Schule eröffnet. Natürlich in Mannheim. Bitte nicht verwechseln mit der Pop-Akademie, das sind die anderen. Ja, mein Name ist Steffen Ehrenpreis. Ich heiße als Rapper und Produzent Jadaplay. Ich bin hier im Studio der Produzent. Das hier hinten ist mein Reich. Ja, und ich mache zusammen mit dem Tobi die Rap-Workshops. Außerdem gehören zu unserem Team noch einige Freiberufler. Das sind sowohl Logopäden und Musiker als auch Gesangslehrerinnen. Wir machen ganz viel. Also wir haben eigentlich, wir sagen immer Rap für alle. Rap für alle ist eins unserer großen Mottos. Wir machen Jugendgruppen, das heißt also Leute, die einmal die Woche eine Stunde zu uns kommen, mit uns zusammen hier rappen und performen. Da haben wir einmal das Queens Camp, das ist nur für Mädels, da geht es hauptsächlich um Gesang und Bühnenperformance, aber auch ums Texten natürlich. Aber wir haben das Beat Camp, da macht Jada Produktion und Beatbauen mit jungen Leuten, die sich dafür interessieren. Und wir haben das Rap Camp, da mache ich in Deutsch und Englisch auch so ein bisschen mit Eloquenztraining. Machen wir Raps und schreiben Texte zusammen und nehmen die auf mit jungen Leuten. Wir haben eine Talentförderung, das Open Studio ist eine ganz neue Aktion in Mannheim. Da gehen wir aktiv als Streetworker in den Jungbusch, in die Neckarstadt, sprechen dort junge Leute an, die auf Rapmusik stehen, aber die auch so ein bisschen den Kriminellen und den Agro-Film fahren und begeistern die dafür, montags hier zu uns ins Studio zu kommen. Montagnachmittag ist das immer und da machen wir eine Talentförderung für junge U18-Rapper aus Mannheim, die sonst keine Möglichkeit haben und kein Geld haben für Aufnahmen oder für ein Coaching oder für irgendwelche Promotion-Aktionen. Und gleichzeitig versuchen die hier dafür zu begeistern, dass sie eben sich selber reflektieren und machen so ein bisschen Reality-Check mit denen, wie Gangster bist du wirklich? Und versuchen so ein bisschen die dazu zu bringen, dass die über sich selber schreiben, dass sie die Masken fallen lassen, dass die ein bisschen authentischer schreiben und aber doch auch so die Härte in ihren Vierteln ansprechen, aber eben auf eine vernünftige Weise da auch Kritik üben. Dann haben wir ein UNESCO-Projekt, wo wir mit Bogotá und Hannover kooperieren und wo genau die Jungs quasi mit richtigen Ghetto-Kids aus dem Favela in Kontakt kommen und mal checken können, was da überhaupt los ist. Außerdem machen wir auch ganz normale Audiodienstleistungen. Das heißt, junge Rapper, aber auch Bands und Leute aus ganz anderen Musikbereichen kommen hierher, machen mit uns Musik, nehmen mit Jada zusammen auf, machen sehr schöne Aufnahmen. Wir machen Projekte über Kultur macht stark. Das ist ein Bundesprojekt, wo gefördert wird. Wir arbeiten natürlich mit Schulen, wir arbeiten viel mit sozialen Trägern, haben viel mit dem IB gemacht hier in Mannheim, für den ich auch noch als Sozialarbeiter tätig bin, 2 Tage die Woche. Und ja, treiben uns überall rum, wo es um Rap geht oder wo es um junge Leute geht, vom Stadtteilfest bis zum Jam, bis zum Festival so, und machen auch selber Events, wir machen kleine Battles, organisieren Sachen in Mannheim, arbeiten da eng mit der Tanzszene zusammen. Und neben den ganzen Projekten, die wir so machen, eigentlich hier in Mannheim und in der Region, und auch in Kombi mit anderen deutschen Städten arbeiten wir gerade auch relativ viel mit Flüchtlingen. Da haben wir zum einen, planen wir gerade ein Projekt mit Jugend ohne Grenzen. Das ist eine Flüchtlingsorganisation, die auch nur von Flüchtlingen hier in Deutschland gemacht wird. Die vertreten da ihre Interessen über junge Leute aus ganz Deutschland. Mit denen machen wir zusammen ein sehr starkes Musikprojekt, wo die ihre Message an den Mann bringen können. Und wir arbeiten gerade an einem richtig tollen Projekt mit dem Kulturhaus Käfertal hier in Mannheim. Die haben was initiiert und organisiert und koordiniert mit verschiedenen Künstlern und Kulturschaffenden, unter anderem mit uns, wo wir 3 Monate jetzt schon fast mit Kindern zusammenarbeiten, von 10 bis 17 Jahren, hauptsächlich aus Kosovo, Serbien, Mazedonien. Und ja, ist eine ganz lustige Truppe und wir gehen mit denen zusammen auf was Schönes zu und haben jetzt schon 3 Monate der Zusammenarbeit hinter uns und finden es schön. Also bei unseren Flüchtlingskindern ist es so, dass wir auch gar nicht genau wissen, wie lange die bleiben. Das ist wirklich von Familie zu Familie unterschiedlich. Das Problem ist, dass die eben zum Großteil alle nicht auf Dauer bleiben können. Also es ist ja zum Beispiel so, dass in der Flüchtlingsaufnahmestelle in der Industriestraße, da ist ja schon klar, dass die nur 1 Monat bleiben dürfen. In Benjamin Franklin Barracks sieht es ein bisschen anders aus. Da sind die auch mal ein paar Monate. Aber letzten Endes haben wir die Erfahrung gemacht, dass alle früher oder später dann doch wieder zurück müssen, wenn sie nicht einen richtig guten Anwalt haben. Und ja, das ist durchaus ein Problem. Ist eigentlich, ob das so geplant ist, ob das so angelegt ist, wissen wir nicht, aber unsere Beobachtung ist, dass eigentlich die Flüchtlinge aus Äthiopien, aus Syrien, aus dem Irak oder von wo auch immer die kommen, dass die eigentlich
relativ zügig auch einfach Wohnungen bekommen, sage ich jetzt mal, oder andere Wohngelegenheiten, die nicht ganz so weit abgelegen sind wie Benjamin Franklin. Aber gerade so die Minderheiten der Sinti und Roma aus dem osteuropäischen Bereich, mit denen wir dann hier auch zum größten Teil arbeiten mit den Kids, die haben ganz wenig Chancen auf ein Bleiberecht, auf eine Duldung oder sonst was. Und das Gros der Leute, gerade aus dem Kosovo und so, werden alle wieder abgeschoben, es sei denn, sie haben wirklich eine ganz tolle Vertretung hier, die ihnen dabei hilft, dass das nicht passiert. Da geht es dann nach Italien, dann kommen die mal wieder, dann fliegen die rum. Und wir glauben so ein bisschen, dass eben auch deswegen die alle zusammen dort in Benjamin Franklin sind und eben keine Wohnung bekommen, weil gar kein Integrationsinteresse besteht. Die Sprache haben wir uns am Anfang auch als größte Barriere gedacht. Das kommt aber so ein bisschen drauf an, wie man es interpretiert, ne? Also die Flüchtlingskinder sind zum größten Teil quasi unserer Meinung nach nicht unbedingt sprachgehemmt, sondern eigentlich sprechen die vier Sprachen. Deutsch ist auch dabei. Viele waren vorher schon woanders, Italien oft, das heißt, die bringen Italienisch mit. Oft bringen die Türkisch mit, weil das so einfach da in dem Sprachraum oft noch mit dabei ist. Die sprechen ihre Dialekte, ihre Sinti- und Roma-Dialekte teilweise auch. Kosovarisch ist dann oft mit dabei, ein bisschen Englisch geht immer. Deutsch geht mittlerweile auch schon, weil einige schon lange hier sind und zumindest einen Grundwortschatz haben. Ja, ist eine ganz bunte Mischung, aber es ist eben so, dass die meisten vier Sprachen sprechen und weil wir ein multilinguales Team sind, wir auch mit manchen Sprachen noch aufwarten können. Ich spreche ein bisschen Türkisch, die Alef, die bei uns auch dabei ist, spricht auch Türkisch und Kurdisch und kennt sich so ein bisschen aus im osmanischen Sprachraum und ja, so funktioniert's. Am Anfang haben wir auch viel über Fotos gemacht, über Bilder gemacht, wir haben ja erstmal versucht uns kennenzulernen und ja, aber es klappt ganz gut, die deutschen Texte sind schwierig für die Kinder. Aber hey, wir machen auch noch ein bisschen was auf Italienisch, wir machen auch ein bisschen was in Landessprache. Es geht ja darum, das auch zu verbinden und denen eine Möglichkeit zu geben, ihre Kultur zu präsentieren für die Leute in Mannheim. Geht ja nicht nur darum, dass die bei uns auf Deutsch was machen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Wir bezeichnen uns als Rappagogen, weil wir eben diese Doppelqualifikation haben. Wir sind zum einen ausgebildete Sozialpädagogen, wie hier der Tobi. Und gleichzeitig sind wir eben Rapper, die auch wirklich ein gutes Szene-Standing haben. Also wir sind mittendrin, wir kennen die ganze Mannheimer Szene, haben hier ganz viele Künstler, die auch teilweise mit uns einfach außerhalb dieses sozialpädagogischen Kontext auch mal einfach was aufnehmen oder ein bisschen jammen. Also wir sind mittendrin, wir sind gestandene Rapper und gleichzeitig eben fundierte Pädagogen. Deswegen sind wir Rappagogen, das ist die Doppelqualifikation von uns. Und unser Konzept... Unser Konzept ist so, wir zeigen euch, wie man Mikros schwingt, wie man rappt und singt und wie ein Profi klingt, das zum Ausdruck bringt, was einem schmeckt und stinkt, wie man high wird, ohne dass man kifft und trinkt, dass mehr als alles geht, wenn man mehr als alles gibt und dass man mehr als alles gibt, wenn man eine Sache wirklich liebt, was ihr braucht ist ein Beat und ein Mikrofon und schon geht ihr an den Starter und fliegt zum Mond, wir geben Gas, haben Spaß in der Gruppe, sprechen über dies und das und machen Mucke, lassen alles hinter uns, was miese Laune macht, Mann, wir finden deine Mitte und vertrauen der Kraft. Das ist unser Konzept. Und ja, nee, pädagogisch gesprochen machen wir eigentlich Folgendes. Wir versuchen ganz klar alles, egal in welchem Projekt wir am Start sind, haben wir eigentlich drei pädagogische Methodenfelder mit drin. So, natürlich einmal die TZI, es geht oft ums Arbeiten in der Gruppe. Und wir glauben, dass ein Rap-Workshop eigentlich dafür gemacht ist, gerade ein Rap-Workshop in den eigenen Räumlichkeiten, wo man das Setting in der Hand hat, so dafür gemacht ist, um der TZI gerecht zu werden. So. Es geht ja darum, das Thema, Individuum in der Gruppe und die Gruppe an sich irgendwie immer zusammen am Start bleiben und dass man Bedingungen dafür schafft, dass das gut gelingt. So. Und genau das können wir hier so. Über den Rap-Text, den wir mit der Gruppe entwerfen, egal worum es geht, sind wir immer am Thema. Der ist immer da, wir sind immer um den, an den Rap-Text am Schaffen und das Thema liegt auf dem Tisch. Jeder hat einen Rap-Part. Das heißt, die Gruppe ist von jedem abhängig, jeder muss sich einbringen, jeder hat eine Chance, sich einzubringen. So. Und die Gruppe an sich kann eben auch nur das Ganze stehen, wenn das jeder tut und jeder Einzelne hat nur eine gute Erfahrung, wenn die Gruppe mitzieht. Also diese Konstellation, Gruppe, Thema, Einzelne und die Arbeit in einem Umfeld, wo man all das machen kann, was wir gerne machen möchten mit Rap, das ist eigentlich toll, um genau diese Sachen der TZI, diese drei wichtigen Punkte gut miteinander verbunden zu halten und eine schöne Arbeit in der Gruppe zu machen. Also wir halten Rap dafür sehr geeignet.
Außerdem haben wir immer so ein bisschen was vom Positive Peer Counseling dabei, weil wir viele Probleme, die sich in der Gruppe stellen, ob beim Texten oder einfach was das Soziale und die Kommunikation angeht, geben wir vieles an die Gruppe wieder zurück, mit der wir arbeiten, immer mit den Workshoplern. Die kaspern das dann miteinander aus. Ja. Oder unser Open Studio, wo verschiedene Kids auch mit harten Lebensgeschichten sich hier miteinander darüber austauschen und sich auch Tipps geben. Das ist auch alles so ein bisschen... benutzen wir auch viele kleine Tricks und Kniffe, die man eigentlich ins Positive Peer Counseling mit reinrechnen muss. Und als drittes und ganz wichtiges Element ist immer so der erlebnispädagogische Faktor. Wir versuchen immer den Leuten und den Gruppen ein alltagsfernes Erlebnis zu ermöglichen, wo die sich auf eine neue Art kennenlernen und zusammen auf eine Hürde zugehen, die sie dann auch zusammen nehmen. So, entweder machen wir halt am Schluss von jedem Projekt eine Aufnahme oder wir gehen auf einen gemeinsamen Auftritt zu oder wir machen ein Musikvideo, aber dieses Zugehen auf eine Hürde und dieses zusammen ein Ziel erreichen und sich danach besser fühlen, dieser erlebnispädagogische Teil ist so die dritte methodische Basis unserer Arbeit. Dazu kommen noch viele andere Sachen. Mit der Gruppe jetzt konkret von den Käfertaler Flüchtlingskindern so ist unsere Mission quasi, habe ich ja eben schon so ein bisschen erzählt, unsere Mission quasi, dass die ihren kulturellen Background so ein bisschen für die Mannheimer präsentieren können und gleichzeitig bei uns aber auch ja, mit Mannheimer Rappern, Mannheimer Kindern und anderen Leuten auch ein bisschen in Kontakt kommen, um eben den Mannheimer Flavor auszuchecken. Das Ganze machen wir über einen Rap-Song, den wir mit der Gruppe geschrieben haben und über andere Kulturarbeit, die wir mit denen machen und tragen das auf einem Flüchtlingsfest direkt im Käfertaler Kulturhaus dann auch vor, zeigen die Ergebnisse und unsere Mission ist ein schönes Ergebnis bis dahin zu kommen und das soll ein kleiner Film sein mit dem Song der Gruppe, wo man so sieht, wie wir zusammen gearbeitet haben und die Kids eben eine Möglichkeit bekommen, ihre Stimme zu zeigen, ihre Message an den Mann zu bringen. Das ist unsere Mission ganz konkret in diesem Workshop. Also mit eines der größten Probleme war zum Beispiel diese Geschlechterfrage gewesen, sage ich mal. Also es ist eben so, dass es allein kulturbedingt sind viele von den Mädels, die wir da haben, von den Flüchtlingsmädels, sehr getrimmt auf frühe Heirat und Familie und hin und her. Auf der einen Seite sind sie sehr getrimmt darauf, sich recht früh zu binden, sage ich mal. Da laufen auch die ganze Zeit hier, wenn sie mal ans Internet dürfen, irgendwelche Videos von Hochzeiten und Folkloremusik und was weiß ich. Also das ist genau denen ihr Ding. Und auf der anderen Seite wollen die Eltern nicht und wir ja auch nicht, dass hier jetzt irgendwas passiert. Also wir müssen schon aufpassen, dass die Jungs und Mädels sich jetzt nicht zu nahe kommen, gerade bei uns. Das war eben ein Problem, dass wir da gucken mussten, dass da wirklich ganz klare Grenzen gesteckt werden. Dass wir auch letzten Endes gesagt haben, okay, wir trennen die Jungs und die Mädels ein bisschen. Die Mädels tanzen ein bisschen, die Jungs machen mit uns ein bisschen Rap oder die Breakdance-Geschichten. Das war ein Problem. Was ein Problem ist, ist natürlich immer auch an die Jugendlichen ranzukommen. Also das war ganz am Anfang unser Problem, dass wir erstmal, die Flüchtlinge sind zwar überall im Gespräch und es heißt auch, es sind ewig viele da, aber die dann erstmal zu erreichen und auch wirklich jeden Sonntag zu mobilisieren und wirklich eine feste Geschichte daraus zu machen, wo man auch am Ende ein Abschlussergebnis hat, was vorzeigbar ist, zum einen für die, sage ich mal, die Förderer und Co. und zum anderen aber natürlich auch für die Kinder, dass die Kinder am Schluss wirklich ein Erfolgserlebnis haben. Also sozusagen die Kinder zu ihrem eigenen wunderbaren Erfolgserlebnis erstmal zu bringen, das ist die Hürde für uns gewesen. Ja, und da sind wir gerade dran, aber es läuft immer besser und deswegen sind wir guter Dinge. Was sagst du, was haben wir noch? Ja, das waren eigentlich so mit die Hauptprobleme. Klar, am Anfang organisatorisches, so wie kriegt man die Kinder von A nach B. Wenn man über die Mittagszeit zusammen ist, kocht man was zusammen, was wir jetzt machen. Wir kochen immer sehr nice zusammen. Ja, das waren somit die Hauptprobleme und wir hatten eine ganz, ganz lange Phase des Vertrauensbildens. So. Also in jedem Workshop müssen wir uns neu beweisen. Gehen wir in eine Schulgruppe rein, dann ist es denen ihr Terrain und wir müssen da erstmal ankommen und gucken, dass die uns ranlassen. So. Und mit den Flüchtlingskindern war das eine sehr lange Zeit, bis die sich uns auch wirklich so herzlich auf so einer kleinen Vertrauensbasis geöffnet haben. Und wir interpretieren das so, dass die viel rumfliegen, dass die nicht wissen, was morgen kommt, dass sie deswegen einfach ein bisschen... ja, ein bisschen scheuer sind, was Bindungen angeht, weil warum sich jetzt großartig binden, wenn ich vielleicht in 4 Wochen schon wieder ein ganz anderes soziales Umfeld habe, dann bleibe ich lieber innerhalb der Clique, der Großfamilie mit den Leuten, die ich kenne, auch kulturell und mache mich vielleicht ein bisschen zu. Also so haben wir das so ein bisschen erlebt und interpretiert. Und deswegen hat es lange gedauert, bis die gesagt haben, hey Tobi, hey Steffen, ihr seid korrekt. Ja, aber da sind wir mittlerweile, das ist schön, wir mögen die auch sehr. Also im Verlauf des Workshops
hat sich eben auch diese Vertrauensfrage und auch verschiedene sprachliche Barrieren, das hat sich dann entwickelt. Klar, man kriegt dann irgendwann raus, wer kann wie viel, mit wem muss man in welchen Sprachen und mit welchen Hilfsmitteln kommunizieren, wer lässt einen wie sehr ran, mit wem kann man auch tiefer in die Textarbeit gehen. Da ist es auch wichtig, dass man gerade mit traumatisierten Kindern vielleicht auch einfach gar nicht so tief buddelt. Man möchte da vielleicht auch nichts aufmachen, was man nicht wieder zumachen kann. So, das ist eine Sache. Und ja, und dann hat sich einfach so entwickelt, dass wir irgendwann gemerkt haben, welche Themen sind cool, welche Themen können wir ansprechen, wie begeistert man die einzelnen Kinder, wie schafft man das, die auch als Gruppe zusammenzufügen. Ein Problem war halt unterschiedliches Alter, 10 bis 17 Jahre, unterschiedliche Geschlechter, Pubertät, Einspaß. Also wenn jetzt eine deutsche Schule zu mir gekommen wäre, hätte gesagt, pass mal auf, mach einen Workshop für 10 bis 17-jährige Jungs und Mädels, hätte ich gesagt, mach ich nicht. So, weil das Kraut und Rüben ist, weil das einfach sehr schwierig ist. Hier waren wir sehr froh, dass wir dann eine Gruppe von Leuten entwickelt haben, die gekommen sind und die Spaß hatten. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das so. Aber eine einfache Arbeit war das nicht. Also war einer der knackigsten und hartnäckigsten Verläufe für uns, was das Überwinden von gewissen Barrieren angeht, das wir je hatten. Das hat manchmal Kopfschmerzen gemacht, das macht uns aber auch auf manchen Seiten stolz, wenn die Kinder jetzt reinkommen, umarmen uns und sagen, hey Digga, geht's dir gut, mir geht's gut. So, das ist es. Ja, was wir uns für die Zukunft wünschen, ist natürlich zum primär, dass unsere Kinder eine tolle Zeit hatten, dass sie auch was mitnehmen in der Zukunft, dass es für sie auch wirklich ein Erlebnis war, dass sie was rausgezogen haben im Sinne von, es ist toll im Team zu arbeiten, es ist toll an sich zu glauben, es ist toll Barrieren zu überwinden. Die Deutschen können auch mal gastfreundlich sein, weil das ist gar nicht mal so selbstverständlich, wenn wir als mit den Flüchtlingen auf der Straße unterwegs sind, da kommt, was uns da für Vibes entgegenkommen als von den Autonormalbürgern, sage ich mal. Und es ist uns eben auch wichtig, dass die Leute merken, nee, es gibt auch ganz viele Deutsche, die noch die Arme offen halten für solche Leute. Es gibt ganz viele herzensliebe Menschen. Was uns wichtig ist, ist, dass es natürlich mehr von solchen Projekten gibt, dass die Leute wahrnehmen, dass es Probleme gibt, dass man daran arbeiten muss und dass der Fokus in zukünftigen Projekten wirklich ganz stark darauf liegt, den Menschen zu helfen, nicht irgendwelche Ergebnisse zu erzeugen, nicht irgendwelche Richtlinien zu erfüllen, keine Ahnung. Es soll einfach nur darum gehen, dass die Flüchtlinge gut ankommen können und hoffentlich möglichst lange hier bleiben und im Bestfall sich auch langfristig hier in Deutschland integrieren können. Das wäre schön. Ja, also wir stehen ja extrem drauf, in Deutschland zu leben und sind auch extrem gern Monomer. Und ja, aber ich wünsche mir oder erhoffe mir für die Zukunft eigentlich gerade für unsere Kids und ja, alle, die da kommen, dass die Leute offen sind für andere Kulturen, dass die Leute nicht nur das Problem beschreiben. Klar, das Problem ist, die sind anascht. So. Und dass man aber nicht nur erwartet, dass die Leute eben über den Graben hüpfen und zum Monomer wäre, was ja super geil gelingen kann, ist ja auch ein tolles Ziel, sondern dass der Deutsche und dass der Monomer auch sich aufmacht für andere Kulturen. So, und einfach auch sieht, okay, wenn wir denn zusammenleben wollen und wenn das bedeutet, dass wir einander verstehen müssen und wollen, was heißt es? Was heißt es, jemanden zu verstehen, der von dort und dort kommt? Wie leben die so? Und wie ist die Großfamilie? Und dann nicht einfach nur zu sagen, ah, da, das sind die Zigeuner mit den 15 Kindern, sondern zu sagen, okay, andere Kultur, andere Werte, andere Dinge. So. Und da einfach mal wertfrei ranzugehen und zu gucken, wie leben die wirklich? Was hat das für Seiten, für Gute und für Schlechte? Die Monomer sind ja okay, perfekte Leute. Und über dieses Offensein, über dieses, ja, auch Anerkennen, dass das einfach nur geht, wenn man auch sich selber aufmacht für den anderen Gedanken, das wünsche ich mir von den Leuten so, dass die nicht nur sagen, die sind anarsch, die sollen gucken, wie sie hier ankommen, sondern dass das ein Zugehen von beiden Seiten ist, mit einer wirklich offenen Ansprache auch aller Probleme, die da dazugehören, ja. Es ist so, dass die auch mannigfaltige Kreuze zu tragen haben, mannigfaltige Probleme mit sich bringen, die man sich genau angucken muss. Wenn jemand 16 ist, hat gar kaum Schule erlebt, weil er die letzten 3-4 Jahre durch Europa geschoben wurde, ja? Hat keine Möglichkeit, Geld zu verdienen oder sich keine Mittel, sich seine Freizeit zu gestalten, dass diese Leute automatisch ein bisschen mehr drauf kommen, Blödsinn zu machen als vielleicht andere Leute. Das stimmt sogar, aber da muss man gucken, wo liegen da die Gründe und wie schaltet man die ab. Und das geht eben nur, wenn man den Leuten ja, eine Offenheit bietet und denen die Möglichkeit gibt, sich ihr Leben zu erschließen, ihr Leben zu gestalten und ihr Leben einfach zu leben hier in Mannheim oder wo auch immer. Und das wäre nice.